Donnerstag, 16. Dezember. Im Adventskalender unserer evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh öffnet sich ein neues Türchen. Kennen Sie das Märchen vom Hasen und dem Igel? Oder müsste ich besser fragen, das Märchen vom Hasen und den zwei Igeln? Denn bei ihnen war Betrug im Spiel. Nur so konnten sie schneller laufen als der Hase. Und das Fatale war, dass dieser es nicht merkte, sondern so lange immer weiter lief, bis er am Ende tot umfiel. In der Geschichte, an die ich heute erinnern will, geht es auch um den Satz: Siehe, ich bin schon da, wie bei dem Hasen und den beiden Igeln. Aber meine Geschichte ist jetzt keine Geschichte des Betrugs, sondern eine Geschichte der Liebe. Siehe, ich bin doch da, sagt Gott schon in der Schöpfungsgeschichte zu Adam und Eva. Und kurze Zeit darauf schützt er sogar den ersten Brudermörder, Kain, mit einem Zeichen, damit ihm niemand etwas antut. Ich bin doch da, sagt Gott später immer wieder zu seinem Volk Israel, als es sich so manches Mal von ihm abgewandt hatte. Ich stehe an deiner Seite, sagt Jesus zu der Ehebrecherin, ohne ihre Tat damit gut zu heißen. Ich sehe dich und bin für dich da, sagt er bei anderer Gelegenheit zu dem Zöllner Zachäus. Du bist nicht alleine, sondern ich bin für dich da, sagt Gott zu der Frau, die gerade erfahren hat, dass sie schwer erkrankt ist. Ich bin doch da, hört der Mann, dessen Einsamkeit sich durch Corona in den letzten knapp 2 Jahren noch vergrößert hat. Wenn ihr im Advent noch auf meine Ankunft auf der Erde wartet, so bin ich doch schon längst bei euch und stehe an eurer Seite. Hören wir in diesen Tagen vor Weihnachten. Ich bin schon da, freut euch darüber. Das ist die Botschaft dieser Tage. Und es ist die Botschaft der großen, uneingeschränkten Liebe Gottes zu uns. Deshalb sprechen wir auch jedem Täufling die Worte Jesu zu: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Dieses Bibelwort ist die Losung, die uns durch diesen 16. Dezember begleiten will. Gottes Liebesgeschichte mit uns geht sogar über unser kleines Leben hier auf Erden hinaus. Ja, sogar auch über die Existenz unserer Erde. Siehe, ich bin doch da. Das ist Gottes Versprechen an uns. Und dieses Versprechen ist kein Märchen wie das vom Hasen und den beiden Igeln, sondern Realität. Jede neue Kerze am Adventskranz will uns dieser Realität ein Stück näher bringen. Deshalb singen wir im Advent ja auch: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen
dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.